Holt euch ein exklusives Griefer Games Item, indem ihr das Schild mit dem Anfangsbuchstaben eures Ingame-Namens findet, was dann den jeweiligen Code enthält. Einlösen könnt ihr das Ganze mit /Akoru und dem jeweiligen Code, welcher zu eurem Namen passt. Jetzt viel Spaß mit dem Film. In einer weit entfernten Galaxie gab es einen Planeten, auf dem eine große Insel lag, auf welcher sich ein kleines Dorf namens Hügelbach befand. In diesem Dorf lebten Zwerge, aber falls du jetzt glaubst, das waren normale Zwerge, nein, es waren Goldzwerge. Jetzt fragst du dich vielleicht, was macht Goldzwerge denn so besonders? Tja, Goldzwerge suchen nichts anderes außer Gold. Sie leben für das gelbe Edelmetall und ihr König Marco der XII. Zeigt dies auch in seinem Thronsaal. Kannst du dich noch an die Insel erinnern, die ich am Anfang erwähnt hatte? Dort lebten nicht nur die Goldzwerge. Oben im Norden, wo die Berge hoch und das Klima bitterkalt war, lebten die Smaragdzwerge, denn die grünen Edelsteine entstehen nur in Felsregionen. Unten im Süden wohnen die Lapislazuli-Zwerge. Der blaue Edelstein war für sie wichtiger als der blaue Himmel. Zu guter Letzt gab es da noch die Diamantzwerge. Sie wohnten in den westlichen Wäldern und ihr Anführer Tagläufer der Zweite war sogar Herzog. Los! Weil ihm bei seinen Reden so viele Zwerge zuschauten. Zurück zu den Goldzwergen. Eines Tages fand ein Zwerg, welchen man Goldi nannte, weil er der goldigste von allen Goldzwergen war, mit seinem Freund Eckbert einen Stein, der die Zwergenreiche auf den Kopf stellen sollte. Hab dich! Ich hab die Schnauze langsam voll. Wie lang müssen wir noch? Unsere Schicht geht noch ein Weilchen. Bau lieber ab, dann bekommst du heute Abend was auf den Tisch. Komm mal rüber, ich hab hier eine Höhle gefunden. So ein Kristall habe ich hier noch nie gesehen. Das stimmt. Ich weiß aber auch nicht, ob wir ihn mitnehmen sollten. Denk dran, der Schichtleiter meinte zu uns... Komm schon, nur Gold ist gewollt. Sag, was du willst. Der ist viel zu schön. Ich pack das Ding trotzdem ein. Achtung, Achtung. Die Mittagsschicht ist zu Ende. Alle Zwerge müssen in den nächsten 15 Minuten die Mine verlassen und ihr Gold abgeben. Hier mein Gold, 22 Nuggets. Ach so, und dann habe ich noch diesen Stein gefunden. Ja, den kannst du mitnehmen, denn nur Gold ist gewollt. Weißt du was? Du hast die Grotte gefunden. Nimm du ihn und mach deiner Frau eine schöne Kette draus. Dankeschön. Daraus macht keiner eine Kette. Diesen Stein nehme ich an mich. Das ist Vengalf der Graue, der Zwergenälteste der Goldzwerge. Braut in seiner Freizeit neben Bier auch viele Potions und ist vor vielen Jahren abgetaucht. Oder sollte ich besser sagen, invisible geworden. Nein, wir haben den Stein gefunden und der Schichtleiter meinte, wir dürfen ihn behalten. Der Schichtleiter weiß vermutlich auch nicht, was das für ein Kristall ist. Kennt ihr die Sage von Akoru? Natürlich nicht. Woher auch? Früher waren die Zwergenvölker über den ganzen Ozean verstreut. Es gab Hunderttausende unserer Art, als eines Tages der kalte Tod mit seiner Armee aus dem Norden kam. Er eiste das Meer zu und wir hatten keine Chance. Viele Zwerge ließen ihr Leben in der Schlacht und die Völker der Eisen- und Redstone-Zwerge wurden komplett ausgelöscht. Wir haben uns seitdem hier auf eine der südlichsten Inseln zurückgezogen und warten auf den Tag, an welchem sich das Eis zurückzieht und wir uns wieder ausbreiten können. Der Legende nach wird ein violetter Stein gefunden und wir müssen auf eine nördliche Insel namens Akoru fahren und Gold, Smaragde, Lapis sowie Diamanten abbauen.
Es heißt, für jedes Erz, was ein Zwerg abbaut, wird sein Volk eine Insel auf dem Ozean bekommen. Den Stein sollen wir danach in 10 Teile spalten und den 10 Zwergen schenken, welche am meisten Erze gefunden haben. Und du bist dir sicher, dass unser Stein auch der Kristall aus deiner Geschichte ist? Das gilt es nun zu klären. Ist deine Frau nicht Botin unseres Dorfes? Sie soll so schnell es geht in die Hauptstadt reiten und sich mit dem Zauberer Cosmo treffen. Er kann uns vielleicht mehr sagen. Egbert, nimm du so lang den Stein an dich. Ich werde mich auf dem Weg zu meinem alten Freund, Stumpfi dem Blauen, machen. Er lebt im Süden und ist der älteste Lapislazuli-Zwerg. Falls der Stein wirklich der sein sollte, für den ich ihn halte, müssen alle 4 Ältesten kommen und es wird seit über 3500 Jahren wieder eine Zwergenversammlung stattfinden. Ich werde den Stein hüten wie mein Augapfel. Viel Erfolg, meine Brüder. Hi, weißt du, wo ich Cosmo finde? Der ist bestimmt oben auf seiner Cloud. Welche Cloud? Schau mal in den Himmel. Ah, danke schön. Einmal diese User, das muss doch funktionieren. Wir müssen ihn dringend mal wieder updaten in der Cloud. Wer stört mich denn jetzt schon wieder? Wer bist du denn? Gerda. Gerda? Ich kenne keine Gerda. Ich soll dir diesen Stein zeigen. Tut mir leid, Einsen und Nullen sind wichtiger als Steine. Wengalf schickt mich. Wengalf? Der alte Sack hat's hier seit Jahrzehnten nicht mehr blicken lassen. Mein Mann hat in den östlichen Minen diesen Stein gefunden. Und Wengalf meinte zu ihm, du sollst ihn unbedingt anschauen. Es könnte der Stein aus irgendeiner Akoru-Legende sein oder so. Akoru? Gib mir 2 Minuten. Und sattel mir mein Pferd. Wo bleiben Wengalf und Stumpfi? Kennst du dich denn mit langen Strecken aus? Zu den Lapiszwergen ist es ein Tagesritt. Cosmo, darf ich dir noch ein Bierchen anbieten? Wie viel vertragt ihr hier denn? Nein, 2 reichen mir. Ich möchte ja noch eine gute Expertise zu diesem netten Stück hier abgeben. Hey Cosmo, und? Was meinst du zu dem Stein? Ich glaube, du hast wirklich recht. Glauben wir schlecht. Wenn wir die Zwergenversammlung einberufen und sich der Kristall dann als ein stinknormaler Stein herausstellt, sind wir schneller von dieser Insel verbannt, als du gucken kannst. Ich bin mir sicher. Zu 98%. Mehr kann ich dir nicht geben. Das muss dann wohl reichen. Na dann ab zu Olli. Wir brauchen deine Bienen zum Verschicken einer Nachricht. Wir wollen eine Zwergenversammlung einberufen. Eine Zwergenversammlung? Ich habe hier die 4 Briefe. Schicke sie an die 4 Hauptstädte und melde uns direkt, falls sie geantwortet haben. Eine Zwergenversammlung. Die Goldzwerge meinen, der Stein der Akoro-Legende wurde gefunden. Hahaha, die Goldzwerge. Meinen immer, sie sind die Besten und Auserwählten. Ihre Durchlaucht, auch Stumpfi der Blaue aus den Lapislanden, bestätigt den Fund. Nun gut, sendet ihnen Antwort, dass ich in 2 Tagen in die goldene Hauptstadt reise. Wie ihr wünscht. Ich habe Zusagen aus den Diamant- und Smaragdländereien bekommen. Unser König hat vermutlich nichts dagegen. Ich hatte meinem König schon Bescheid gegeben. Er hat sich vermutlich schon auf den Weg gemacht, bevor der Brief ihn erreichen konnte. Dann auf in die Hauptstadt. Na dann, los geht's!
Als ältester Zwerg der Zwergeninsel eröffne ich hiermit die 23. Zwergenversammlung. Folgende Mitglieder sind anwesend. Unsere vier Herrscher, König Marco XII., König Dagusläufer II., Großfürst Alpha und Bergherzog Maxim. Die vier Ältesten, Wengalf der Graue, Abgar der Dunkle, Gandalf aus Scheiße und ich, Stumpfi der Blaue, sowie die zwei Zauberer Cosmo und Wanda. Und zu guter Letzt Eckbert und Goldi mit seiner Frau Gerda, welche den vermeintlichen Stein der Akoro-Legende gefunden haben. Die Sitzung ist eröffnet. Liebe Zwerge, ich hatte große Freude, als mich die Nachricht erreicht hat, dass der Stein gefunden wurde und wir nach 72.000 Jahren vielleicht endlich wieder diese Insel verlassen und das weite Meer besiedeln könnten. Aber ich bitte, dass hier jeder bedenkt, dass es sich bei der Geschichte um eine Legende handelt. Keiner von uns weiß, ob das Meer noch zugeeist ist oder wir in den sicheren Tod fahren würden. Ich bin 3500 Jahre alt und habe viel von meinem Vorgänger Plox, dem Alten, gelernt. Ihm war diese Legende immer die wichtigste. Und er stand jeden Tag mit der Hoffnung auf, dass der Stein gefunden werden würde. Wir sollten es versuchen. Mit welchen Schiffen? Lass die Schiffe meine Sorge sein. Wir angeln im Süden viel und haben große Schiffe, um die Kraken an Land zu holen, welche unsere Kinder immer so gerne essen. Mit diesen Schiffen können wir locker 5.000 bis 6.000 Bergarbeiter auf Akoro bringen. Wie finden wir die Insel überhaupt? Akoro liegt nicht weit von unserer Insel fern, im Nordwesten. Es heißt, man erkennt sie schon vor vielen Seemeilen entfernt, da ihre Kristallberge die Sonne spiegeln. Dann sei es so, stimmen wir drüber ab. Bei der Abstimmung dürfen maximal zwei Zwerge dagegen stimmen. Sollten mehr gegen den Vorschlag sein, die Insel zu... Halt! Es hat sich herumgesprochen, dass die südlichen Meere von einem Piratenfürst namens Renzefer beherrscht werden, welcher skrupellos jedes Schiff entert, was ihm in den Weg kommt. Ich denke, der ist längst in Rente. Hab auch mal was von ihm gehört. Aber wir haben notfalls ja genug Schätze, die wir im Tausch gegen die Akuru-Insel anbieten könnten. Welche Schätze? Ihr baut ja täglich kiloweise Metall und Kristalle ab. Wer sagt, dass wir davon was abgeben wollen? Wollt ihr endlich frei sein oder diese Insel durchlöchern, bis sie in sich zusammenfällt? Abge hat recht. Teilen wir uns in frei oder sitzen wir auf den Schätzen und wir sind weiter auf der Insel gefangen. Ich werde mich gemeinsam mit Wengolf persönlich mit dem Piratenfürst treffen und ihm für die Insel 250 Kilogramm Gold, 100 Kilo Lapis, 25 Kilogramm Smaragd und 25 Kilogramm Diamanten anbieten. Anschließend fahren unsere Arbeiter auf die Insel und bauen so viel ab, wie sie in 5 Tagen schaffen. Wenn das Eis wirklich weg sein sollte, können wir uns dann wieder ausbreiten und neue Schätze suchen. Zwerge, wer von euch stimmt meinem Vortrag zu? Ich stimme zu. Ich stimme zu. Ich stimme nicht zu. Ich stimme ebenfalls zu. Ich stimme auch zu. Ich stimme zu. Ich stimme zu. Ich stimme zu. Ich stimme nicht zu. Ich stimme auch zu. Ich stimme natürlich auch zu. Ich stimme auch zu. Damit ist es beschlossen. Zieht in eure Länder rein und verkündet die Botschaft. Maxim macht die Boote bereit. Wengalf und ich brechen noch heute in die Piratengebiete auf. Captain! Captain, da stehen zwei Zwerge am Strand und wollen euch sprechen. Zwerge? Ich habe noch nie in meinem langen Leben selbst einen gesehen. Sind die nicht winzig klein? Hi, Captain. Normalerweise ist es schön, aber hier in Minecraft gibt es nur eine Skingröße. Stimmt, da war ja was. Bringen Sie rein. Mal schauen, was Sie zu sagen haben. Hallo, Captain Renzi. Renzi? Der Alte ist seit Jahren in Rente. Ich bin Renzo. Erkennt man gut an den blauen Haaren. Was kann ich für euch tun? Wir würden mit unseren Schiffen gern zur Insel Akuru fahren, um dort Edelsteine abzubauen. Ah, die Insel kenne ich. Man sieht sie von Weitem leuchten. Leider habe ich nicht so begabte Arbeiter wie ihr. Dennoch kann ich euch nicht einfach so eine Insel überlassen. Das würde meinen Ruf schädigen. Wundert euch nicht. Ich bin etwas chilliger drauf als mein Vater. 420 und so. Wenn ihr was wollt, gebt Bescheid. Geht klar. Wir besprechen uns kurz.
Der ist komplett zugedröhnt, Stumpfi. Die Edelsteine sparen wir uns. Kennst du den grünen Willi aus den Smaragdregionen? Du meinst den Typen, der nur Kifton mit Bäumen redet? Ja, genau der. Dem klauen wir 50 Gramm und Renzo ist zufrieden. Wenn das klappt, klauen wir 100 und nutzen die anderen 50 selbst. Wir haben auf unserer Insel einen Hanfbauern namens Willi. Der macht das beste Zeug im ganzen Umkreis. Wir geben dir 50 Gramm für die Insel Akuru. 50 Gramm? Hast du das gehört, Uli? Das reicht für 2 Wochen Dauerflug. Machen wir so. Mann, mein Vater wäre stolz auf mich. Ich mach die besten Deals im ganzen Ozean. Und dann meinte er wirklich, er wäre der Beste im ganzen Ozean. Nun gut, da nun alle Probleme aus dem Weg sind, lasst uns aufbrechen. Auf in der Freiheit! Auf in die Freiheit! Willkommen auf dem Expeditionsschiff, Olli. Wuhu, das Eis ist weg! Holt die Spitzhacken vom Bord, Männer. Akuru existiert und das alles nur, weil du die Grotte mit dem Stein gefunden hast. Nein, nur weil du mir gesagt hast, dass ich meine Schicht zu Ende machen soll. Oh, danke für die geile Idee. Du hattest recht. Das Zeug vom grünen Wille ist es einfach. Wir haben es geschafft, Stumpfi. Wir haben es geschafft. So konnte Opa damals auf der Insel Akuru Erze abbauen und wir Zwerge haben uns wieder über den ganzen Ozean verstreut. Kann Mama bitte noch die Legende von Katsuon erzählen?
Nein, mein Kleiner, du weißt doch, dass sie nicht so gern über ihre Weltraumvergangenheit redet. Für heute ist sowieso erstmal Schlafenszeit. Gute Nacht, mein Schatz. Träum süß.